Direct action. Direct action. Direct action. Erfahrungen, Fragen und Zweifel, Tipps und Tricks. Eine Filmreihe aus der Projektwerkstatt. Ja. Ja, voll. Ja, durchaus. Ja, das können Sie durchaus. Ja, Sachbeschädigungen können eine Aktion verbessern oder verstärken. Wenn mal was kaputt geht bei der Aktion, manchmal ist es ja unbewusst, manchmal aber auch bewusst, ich halte das für durchaus gerechtfertigt, wenn das passiert. Natürlich können Sachbeschädigungen sinnvoller Teil einer Aktion sein. Also sie können sogar mit der effektivere Teil einer Aktion sein, weil ich durch eine Blockade ja immer nur temporär etwas außer Kraft setze, aber durch die Sachbeschädigung ist es viel länger kaputt und kann nicht benutzt werden. Sachbeschädigungen können und müssen sogar Teil einer Aktion sein, wenn nichts anderes hilft und das zielgenau ist. Es gibt den tollen Spruch, macht kaputt, was euch kaputt macht. Insofern sind natürlich Sachbeschädigungen sinnvoller Teil von Aktionen, gerade wenn sie halt Dinge zerstören, die zerstörerisch sind. Kommt immer darauf an, was für ein Anlass das ist und wie man das begründen kann. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an Genfeld-Befreiungsaktion, also Aktion gegen Gentechnik. Rein formal ist das Herausreißen von gentechnisch veränderten Pflanzen eine Sachbeschädigung. Dafür wird man ja auch verurteilt bei einer Gerichtsverhandlung. Aber das halte ich für legitim, um die Verseuchung einfach zu stoppen. Und damals war die Kampagne gegen Gentechnik diesbezüglich ziemlich erfolgreich. Wenn ich will, dass ein Bauwerk nicht erstellt wird, dann muss ich überlegen, ob ich die Maschinen, die dafür nötig sind, kaputt mache. Direkt anlässlich eines Castortransportes, eines Atommülltransports, war die Schiene plötzlich so verbogen, da soll ein Wagenheber im Einsatz gewesen sein. Da wurde so eine Anleitung, wie das geht, im Internet veröffentlicht. Und ja, keiner weiß, wer das war, aber alle fanden das zum richtigen Zeitpunkt interessant. Wenn bei einem Kieswerk die Förderbänder in Flammen aufgehen oder Sachen kaputt gehen, die zur Kohleförderung gebraucht werden, oder zur Nutzung von Atomanlagen, dann ist das sinnvoll, weil das halt Zerstörung verhindert. Das gleiche gilt, wenn bei SUVs die Luft abgelassen wird oder sowas. Verklebte Türschlösser, die zum Beispiel an einem Gericht mal den ganzen Justizbetrieb aufgehalten haben, oder Buttersäure, die die ein oder andere unangenehme AfD-Veranstaltung aufgelöst hat. Da ist die Message an sich ja auch schon ganz klar mit drin, dessen, dass es uns stinkt. Und das fand ich ganz gut. Ein Beispiel, was mich total beeindruckt hat, ist, als die Leute während der Black Lives Matter-Proteste die Statuen der alten Kolonialherren gestürzt haben. Es war im Jahr 2000. Da schickte das Bundesministerium für Forschung zusammen mit der Chemieindustrie ein rollendes Labor in die Schulen. Es sollte ganz platt werben für die Gentechnik und die Schülerinnen und Schüler sollten ihre ersten gentechnisch veränderten Lebensmittel zusammenbasteln. Mehr nicht. Information? Gar nicht. Es gab noch einen Infoabend, das rollte hier in Gießen durch und dort wurde den Kritikerinnen das Maul verboten. Wir durften nicht reden. Und in der Nacht wurde das sehr zielgerichtet abgefackelt. Das war eine klare Antwort auf diesen Versuch zu manipulieren. Ich habe auch schon erlebt, dass bei Containern, die auf einmal abgeschlossen waren, diese Schlösser beschädigt oder verklebt wurden. Und dass da der Kampf dann irgendwann dazu geführt hat, dass diese Container nicht mehr abgeschlossen waren.
Mir hat zum Beispiel gefallen, als vor ein paar Jahren in Großbritannien eine XR-Aktivistin mit einem Kran zu so einem Bankgebäude sich hat hochfahren lassen und dann so sehr gezielt mit einem Nothammer die Scheibe zerschlagen hat, wo gerade irgendwelche Bosse dahinter saßen. Das hat für mich super viel Bildkraft. 2021 oder 20 wurden 10 Transporter vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge in Niedersachsen angezündet und ja, dadurch auch konkret die Abschiebung von Menschen, die ihren verhindert, was für manche Menschen den sicheren Tod bedeuten würde, wenn sie abgeschoben werden. Was mir sehr gut gefallen hat an Sachbeschädigung, war der Kabelbrand im Tagebau im Rheinland, wo ein Kabelbrand an der richtigen Stelle den Tagebau für mehrere Tage lahmgelegt hat. Etwas, was davor mit Baggerblockaden nicht geschafft werden konnte. Wo ich Sabotage auch ein sehr gutes Mittel finde, ist im Fall von Geräten, die für den Krieg verwendet werden, weil da einfach ein kaputtes Gerät dafür sorgt, dass anderswo keine Menschen getötet werden können. Und auch prinzipiell bin ich um jeden Kohlebagger, der kaputt geht, dankbar. Das alles ist nötig, wenn es zielgenau ist und hat in der Vergangenheit auch schon eine Menge von sehr positiven Effekten gebracht. Positiv in dem Sinne, dass Menschen sich aufregen, dass Aufmerksamkeit entsteht und dass das dahinterstehende Problem thematisiert wird. Gerade bürgerliche Aktivistis sind ja immer sehr darauf bedacht, sich von Gewalt abzugrenzen und dazu zählen sie auch Sachbeschädigung. Ich glaube, das ist eher ein Ausdruck davon, dass wir ein seltsames Verständnis von Eigentum und Besitz haben. Und ich glaube, dass auch die gezielte Beschädigung von Gegenständen ein total legitimes Mittel sein kann, um Aufmerksamkeit für ein politisches Thema zu erreichen. Hallo haben sich irgendwie heimlich darüber gefreut, was da passiert ist. Und das hätte sich die Leute nicht darüber gefreut, wenn es zum Beispiel nicht anlässlich des Kraftstofftransports gewesen wäre, sondern einfach gegen normalen Personenverkehr. Also deswegen sage ich ja auch, dass es natürlich auf den Anlass ankommt. Es muss ja nicht immer sofort die Schaufensterscheibe von der Bank oder von so einem großen Einkaufszentrum kaputt gehen. Kann ja auch kreativ umgestaltet werden, bemalt werden, bekleistert werden. Ist ja auch schon irgendwie ein klares Zeichen, ein Statement, dass wir es ernst meinen. Neben dieser Hemmschwelle, wenn es um Gewalt gegen Gegenstände geht, ist diese Frage nach Gewalt gegen Lebewesen auf jeden Fall eine sehr relevante. Bei Angriffen auf Menschen würde ich sagen, es ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Zum Beispiel würde ich nicht einen Lokführer angreifen, der irgendwie einen Castor-Zug fährt oder sowas, weil ich das nicht verhältnismäßig finde, weil das seiner Rolle in der Zerstörung nicht gerecht wird. Ein bisschen anders ist das bei DiktatorInnen, gerade bei welchen, die halt irgendwie wichtig sind für das Funktionieren und die nicht so einfach ersetzt werden können. Und sowas wie Tortenwürfe auf AfD-PolitikerInnen oder sowas finde ich natürlich auch angemessen, weil die dienen eher dazu, Sachen aufzuzeigen, als jetzt eben die Leute real zu verletzen. Für einen Angriff auf Menschen muss es schon sehr, sehr gute Gründe geben. Und vor allen Dingen, es darf kein anderes, milderes Mittel zur Verfügung stehen. Aber dann, wenn das so ist und ich einen größeren Schaden nur abwehren kann durch auch eine Attacke auf Menschen, dann muss ich das auch tun. Aber dann bitte gut überlegt, so dass die Folgewirkungen möglichst überschaubar bleiben und dass ich die ganze Handlung sehr gut vermittle. Also irgendwie für mich ist es nicht kompatibel mit Aktivismus. Ja, es gibt Menschen, die ich wegen ihrer politischen Engagement, Ideen bekämpfen werde, weil sie scheiß Politik machen, aber es geht immer noch um ihre Politik und nicht um Mensch und ich will nicht, dass den anderen Menschen das Recht auf körperliche Versehrtheit absprechen. Ich glaube, wenn konkret verantwortliche Personen für ihr Handeln auch zur Rechenschaft gezogen werden oder verantwortlich gemacht werden, kann das schon durchaus vertretbar sein.
Es kommt aber natürlich sehr auf eine Abwägung von Ziel und Zweck an. Aber das ist bei jeder Aktion, die ich mache, so. Angriffe auf Menschen sind auch ein Mittel, was ich bei Aktionen sehr, sehr sorgfältig und ethisch abwägen würde, ob es quasi in diesem konkreten Fall ein legitimes Mittel ist. Körperverletzung ist natürlich vielfältig. Es gibt natürlich historische Beispiele wie Georg Elser, der Adolf Hitler in die Luft sprengen wollte. Und das kann man bestimmt für viele andere Diktaturen auch gutheißen. Aber es gibt natürlich auch niedrigschwelligere Formen. Also wer sich irgendwie mit einer Ohrfeige oder mit Schubsen oder mit der Vorbereitung auf einen Nazi-Angriff zum Beispiel irgendwie sich da selber mit verteidigt, finde ich, kann das Teil einer sinnvollen Aktion sein, ja. Bei Aktionen kann es schon auch vorkommen, dass Personen angegangen werden, sei es verbal oder kreativ, mit veganen Torten oder Tomaten. Das kennen wir ja auch aus der Geschichte. Ich glaube, dass einzelne Menschen, sei es Autokraten oder Vorstandsvorsitzenden von stark schädigenden Firmen, auch durchaus körperlich spüren dürfen, dass sie so nicht weitermachen können. Beispiele für gut vermittelte und alternativlose Angriffe auf Menschen gibt es viele. Das sind die vielen Tortenattentate, die sehr symbolisch sind und die auch viel Aufmerksamkeit erzeugt haben und Debatten erzeugt haben. Das ist ein sehr niedrigschwelliger Angriff auf Menschen. Und natürlich gibt es auch mehr. Die Ohrfeige von Beate Klaasfeld gegen den NSDAP-Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger. Was wäre aus diesem Land geworden, wenn es die nicht gegeben hat? Die hat Aufregung geschaffen. Die hat eine Thematisierung von Nazi-Vergangenheiten gebracht. Tomatenwürfe, Dinge mit Farbe, Aktionsklaunerei. Und konkrete Beispiele werden jetzt die 2020 die Proteste in Chile oder jetzt in jüngster Vergangenheit vielleicht in Deutschland die G20-Proteste, wo sich zumindest im Schanzenviertel ein Stück Freiheit erkämpft werden konnte. In der Geschichte des Hambacher Forstes haben Angriffe auf Menschen eine sehr große Rolle gespielt. Also weil es halt am Anfang der Waldbesetzung nicht möglich war, sich frei im Wald zu bewegen, sich zum Wald zu bewegen, ohne da Angriffen und Übergriffen von der Security-Firma ausgesetzt zu sein. Also dass Securities Menschen drangsaliert haben, dass Securities Menschen physisch angegriffen haben, dass halt auch Securities Menschen einfach Gegenstände geklaut haben oder sie im Wald überfallen haben. Und an dieser Stelle, denke ich, war es sehr gut, dass Menschen irgendwann angefangen haben, sich auch physisch dagegen zu wehren. Das ist teilweise auch sehr direkte Angriffe mit Zwillen und Böllern auf die Container der Securities gab. Und ich denke, das hat dazu beigetragen, dass die Waldbesetzung überhaupt so lange bestehen konnte, weil irgendwann halt ein Freiraum im Wald geschaffen worden war, wo die Sekus sich nicht mehr reingetraut haben. Eine Aktion, wo ich auch Gewalt gegen Menschen gerechtfertigt fand, war, wo Menschen den RWE-Vorstand in seinem Garten besucht haben und den Vorgarten gerodet haben. So ein bisschen als Gegenschlag dazu, dass er anfängt, den Wald zu roden. Und das würde ich schon auch als Gewalt bezeichnen, weil es sich ja quasi um sein privates Haus gehandelt hat. Aber ich denke, dass es da halt dadurch legitimiert wird, dass er umgekehrt genau das Gleiche mit den öffentlichen Räumen macht. Ja, ich meine, bei fast
jeden größeren Protesten, bei denen es irgendwie auch zu Polizeigewalt kommt und bei denen der Staat versucht, die Demonstrationsfreiheit außer Kraft zu setzen, kommt es auch zu Personenschäden auf der Seite des Staates. Und um irgendwie unsere Rechte zu verteidigen, sehe ich es durchaus für angemessen, sich zur Wehr zu setzen und seine Freiheiten auch zu erkämpfen. Wenn irgendwie bei Schlachthausblockaden irgendwie Tiere auch länger im Transporter vor der Fabrik, die sonst auf die Schlachtung warten würden, jetzt länger leiden, ist das ja auch Leid gegen leidensfähige Wesen, das ich durchaus mit einkalkuliere. Also wenn die körperliche Unversehrtheit nicht beeinträchtigt wird, dann kann man, finde ich, darüber sprechen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es ein Angriff auf Person ist, wenn jemand eine Torte ins Gesicht kriegt. Das finde ich ein Einsatz, der okay ist und der so seine theatralische Einspielung hat, seine Geschichte hat, da eine Vermittlung hat. Und die Person wird ja nicht ernsthaft verletzt, in ihre Ehre vielleicht. Aber Ehre ist mir tatsächlich in dem Fall schnupps egal, weil es geht eben darum, das anzugreifen, was die Person politisch macht. Auch wenn das ihre Ehre ist, dann ist es halt so. Ich finde nicht in Ordnung, Menschen, die unbeteiligt oder zumindest keine große Rolle in so zerstörerischen Systemen spielen, irgendwie körperlich zu verletzen oder umzubringen. Das ist einfach nicht verhältnismäßig und also so eine Gesellschaft wünsche ich mir nicht. Und das genau spricht in vielen Fällen gegen Angriffe auf Menschen. Es ist nicht zielgenau genug. Es ist viel zu riskant hinsichtlich der Schäden, die ich nicht vorher absehen kann. Ich würde auch auf jeden Fall immer abwägen, ob es nicht ein besseres Mittel gibt, mit dem ich keine Menschen verletzen muss. Eigentlich wünschen tue ich es mir nicht. Ich glaube, es ist schon auch irgendwie eine Stärke zu zeigen, dass direkte Aktion auch irgendwie ohne Beeinträchtigung von anderen Menschen irgendwie auskommt. Aber tja, lässt sich nicht immer ausschließen. Die Frage ist mir ein bisschen platt, das kommt ja vor allem darauf an, wohin der Stein fliegt und was das Ziel des Wurfs ist. Auf wen wirfst du denn den Stein? Also wirfst du den Stein auf ein Schaufenster, wirfst du den Stein auf einen Menschen? Ich denke mal, das Wichtigste, was man halt bei der Aktionsform bedenken sollte, ist das Ziel und was man durch den Steinwurf erreichen möchte. Es ist keine Ahnung, Demos, wo plötzlich Steine geschmissen werden und die Leute sogar von der 20. Reihe mehr oder weniger die erste Reihe treffen, finde ich zum Beispiel komplett blaga. Nicht einfach einen blinden Stein geschmissen, der vielleicht zufällig irgendjemanden trifft, den ich noch nicht einmal kenne. Ich denke, dass Steinwürfe immer wieder einfach nicht klug eingesetzt werden. Ich glaube durchaus, dass es politische Aktionen geben kann, in denen das ein sinnvolles, geeignetes Mittel sein kann. Also ich kann das schon verstehen, dass das passiert. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir genau in dem Moment unsere Wut irgendwie auch bändigen können, damit es nicht vorkommt, weil das manchmal einfach auch nicht eine Forderung unterstützt, die wir eigentlich haben oder eine Geschichte erzählt von dem Leben und der Gesellschaft, die wir uns wünschen. Ich habe selbst schon Steine geschmissen und würde es heute nicht mehr tun. Also meistens werden die, glaube ich, auf großen Demonstrationen viel eingesetzt gegen Polizistinnen, die gut dagegen gepanzert sind, haben wir, glaube ich, gar nicht so den Rieseneffekt. Wie soll man das nennen? Das wird mehr aus Tradition oder aus, weil man doch irgendwie keinen besseren Plan hat, gemacht. Dynamischen, sag ich mal, dynamischen Protestsituationen, wo sehr viele auf einmal, wo Wut aufkommt und so, dass sowas passiert und das sich in Form von Riot äußert, auch mit so, keine Ahnung, brennenden Autos und fragt mich nicht was, aber
Das ist nicht meine Wunschvorstellung, wie man Politik macht. Steinwürfe können auch sinnvoll sein zur Verteidigung vor allen Dingen. Zur Verteidigung von besetzten Orten zum Beispiel, wie in der Hafenstraße in den 80ern, glaube ich. Oder wie das auch jetzt kommen könnte in Lützerath bei der Räumung, halt Orte zu verteidigen, die halt Zerstörung im Weg stehen, finde ich legitim. Ein gutes Beispiel für zum Beispiel so Steinwürfe, dass das halt sinnvoll in meinen Augen eingesetzt wurde, was nicht nur Steinwürfe waren, sondern wurden vielleicht noch andere Dinge geschmissen, war dann zum Beispiel im Hambacher Forst, wo eben dann Steine und andere Gegenstände Richtung der Polizei geschmissen wurde, was dazu geführt hat, dass die Polizei nicht einfach so weiter in den Wald reingegangen ist, mal so, was dann dazu geführt hat, dass die Menschen sich freier im Wald bewegen konnten, freier auch tagsüber Strukturen aufbauen konnten. Wer gezielt irgendwo mal eine Scheibe für irgendeinen gewissen Effekt oder sowas einwirft, ist bestimmt damit besser beraten. Aber Steine, keine Ahnung, in eine Glasscheibe von einer Bank, warum nicht? So, es ist ja, aber wir kommen wieder auf den Malsa-Beschädigung, wo keine Menschen gefährdet werden. Steine können auch in unübersichtlichen Situationen oder im Konflikt mit der Polizei irgendwie sinnvoll sein. Zum Beispiel beim G20 habe ich mich echt gefreut, dass Zeug auf die Polizei geflogen ist, weil das die davon abgehalten hat, uns weiter zu verprügeln. Und da fand ich das angemessen und richtig. Wenn die Steine dann in Schaufenstern landen und dann dadurch ein Treffen in dem jeweiligen Raum von irgendwelchen Faschos zum Beispiel nicht stattfinden kann oder wenn dadurch sich Zugang verschafft werden kann zu irgendeinem Raum oder die Demonstration vor Cops verteidigt werden kann und man so weiter sein Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen kann, dann sehe ich Steinwürfe auch durchaus als gelungene Protestform, aber eher so als Mittel zum Zweck und nicht als alleinstehende Aktion. In Situationen, wo unterdrückte Bevölkerungsgruppen aufbegehren und sich wehren gegen Jahrzehnte, jahrhundertelange strukturelle Unterdrückung, kommen natürlich auch Mittel, sowas wie Steine werfen, zum Einsatz. Aber ich selbst will nicht beurteilen, ob das in dieser Situation legitim ist, weil ich nicht in dieser Situation bin. Ich kenne noch ein anderes, sehr interessantes Beispiel. Die Bundesregierung, welche immer sagt, oh, in politischer Auseinandersetzung bitte keine Gewalt. Obwohl sie selber ihre Truppen knüppeln lässt oder in internationalen Konflikten sogar schießt mit schweren Waffen. Die hat in ihren Geschichtsbüchern und ihrer Propaganda einen Steinwurf als Symbol. Nämlich der Steinwurf gegen einen sowjetischen Panzer beim Aufstand in der DDR. Offensichtlich ist selbst die Bundesregierung der Auffassung, dass sogar Steinwürfe sinnvoll sein können, wenn sie hochsymbolisch sind und den richtigen treffen. Das findet jedenfalls die Bundesregierung in diesem Fall. Ich würde eher sagen, wenn dieses Foto nicht zufällig geschossen worden wäre, wäre das eine ziemlich sinnlose, selbstgefährdende Aktion gewesen. Aber es beweist, auch ein Steinwurf kann eine sinnvolle Aktion sein, wenn sie stark vermittelt. Allerdings ist es eher keine politische Aktionsform, sondern ein taktisches Mittel, um seinen politischen Protest irgendwie zu verteidigen. Also, ne, wenn wir mit Steinwürfen, gut, die können auch in Fensterscheiben landen, dann ist halt ist der Steinwurf ja an sich nicht das politische die politische Aktionsform, sondern die zerbrochene Scheibe. Oder um Cops zurückzudrängen und die Demonstration zu verteidigen, finde ich das an sich schon gut, aber ich würde es nicht als Aktionsform bezeichnen, sondern eher als Mittel. Das Gewaltmonopol des Staates stelle ich grundsätzlich in Frage. Die lassen sich gut verbinden, wenn beide Positionen vor allem nicht dogmatisch darauf berufen, dass
nur militant oder nur gewaltfrei jetzt irgendwie der richtige Weg ist. Was ich problematisch finde, ist, wenn es so Konflikte gibt mit wir haben die Wahrheit, wir sind die beste Reaktionsform. Das finde ich, dass Protest einfach von diversen Formen lebt. Und das ist nun mal so, dass nicht mir alles gefallen muss im Rahmen von Protest. Aber man soll vielleicht darauf achten, dass es Räume dafür gibt. Wenn die jeweiligen Personen sich nicht voneinander abgrenzen, sondern sich da eine gute Mischung überlegen von jetzt eine gewaltfreie Demonstration oder Sitzblockade und dann die brennenden Autos oder die Militanten, die die gewaltfreie Sitzblockade erst ermöglichen, dadurch, dass sie die Blockade verteidigen vor der Polizei zum Beispiel, kann es da schon gute Synergien geben. Ich finde, verschiedene Aktionsformen, militante und nicht militante, lassen sich gut verbinden. Manchmal ist es sinnvoll, die irgendwie räumlich zu trennen oder zeitlich zu trennen, damit Menschen irgendwie eine Sitzblockade zum Beispiel auch so beenden können, wie sie die gerne wollen, und halt nicht zum Beispiel aus einer Sitzblockade Steine geschmissen werden. Das ist halt oft auch einfach irgendwie ziemlich unsinnig. Ich denke, dass militante Aktionen nicht militante Aktionen da stören können, wo es unabgesprochen und unerwartet passiert. Also als Beispiel, wenn ich jetzt zu einer Demo gehe und erwarte, das wird eine friedliche Latsch-Demo, und dann fangen Leute plötzlich an, Steine zu schmeißen, dann würde ich mich da schon von überrumpelt fühlen und hätte auch das Gefühl, dass das halt irgendwie den abgesprochenen Rahmen bricht. Keine Ahnung, wenn ich mit meinem Rollstuhl neben militante Aktion stehe und nicht flüchten kann und die anderen alle wegrennen können und die Knüppel abkriege, ist vielleicht nicht so schlau. Wenn es nicht gut koordiniert ist, können sich militante und gewaltfreie Aktionen sehr schnell stören. Und zwar direkt, dadurch, dass sie sich den Platz wegnehmen, dadurch, dass sie sich die Aufmerksamkeit wegnehmen, dadurch, dass sie Menschen verdrängen, Menschen bekommen Ängste, die nicht sein müssen. Es ist aber denkbar, sich gut abzustimmen und ein Konzept zu fahren, bei der sehr unterschiedliche Aktionsformen nebeneinander passieren, teilweise auch kooperieren, gemeinsame Strukturen nutzen und dann stärkt sich das gegenseitig. Es kann auch passieren, dass nicht militante Aktionen stören, wenn zum Beispiel in einem Gebiet eine Demo angekündigt wurde, eine Großdemo, und durch diese Demo halt die Polizeipräsenz in dem Gebiet erhöht wird, dann ist das quasi nicht der richtige Ort, wo ich dann anfangen würde, irgendwas in Brand zu stecken oder so, weil die Polizeipräsenz halt da zu hoch wäre dadurch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade von der Seite der vermeintlich gewaltfreien Fraktion die andere Seite nicht so gewünscht wird. Vor allem stört das Dogma dessen, also wenn gesagt wird, wenn Gruppen nur militante Aktionen propagieren oder nur gewaltfreie Aktionen propagieren, und das dazu führt, dass diese beiden Dinge nicht beide da sein können. Oft werden militante Aktionen natürlich als störend oder unvereinbar wahrgenommen, vor allem von der zivilgesellschaftlich engagierten Schicht. Aber ich finde, eigentlich ergänzt sich das ganz gut. Also dieser Ausdruck oder diese Forderung, dass der Hambacher Forst erhalten bleiben soll, hat für mich auch dazugehört, dass Pumpenhäuschen abgefackelt und kaputt gemacht wurden. So Ende-Gelände-Aktionen, die dann so, wir greifen die Polizei nicht an, im Aktionskonsens stehen hatten und wir machen keine Sachbeschädigung, auch im Aktionskonsens stehen hatten, haben andere Leute dann die Busse angezündet, mit denen die Gefangenen abtransportiert werden sollten, und da fand ich, haben sich Sachen sehr gut ergänzt. Im Castor-Widerstand, das ist vor meiner Zeit gewesen, das kenne ich nur von Erzählungen, vom Hörensagen, da hat das mit einem Streckenkonzept zum Beispiel sehr gut funktioniert. Und ja, wo ich das selber kenne, ist eben aus so Kontexten von größeren Kämpfen, zuletzt
der Dannenröder Forst, wo das durchaus sehr gut funktioniert hat und sehr wichtig auch war für die Schlagkraft dieser Aktion, dass eben ein Vielerlei von Aktionsformen nebeneinander und miteinander existieren konnte und sich auch gegenseitig bereichert hat. Also ich denke, dass militante Aktionen sich grundsätzlich sehr gut mit nicht-militanten Aktionen verbinden lassen und dass militante Aktionen da auch einen größeren Spielraum für nicht-militante Aktionen schaffen und halt einfach den Legitimitätsrahmen in der Gesellschaft verschieben. Bei politischen Themen, die super viele Menschen beschäftigen, ist es wichtig, eine Form zu finden, bei der verschiedene Aktionsformen gleichzeitig oder nebeneinander passieren können, damit alle Leute eine Ausdrucksform finden für ihren politischen Protest. Und deswegen sollen wir das möglichst räumlich trennen können wollen. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es eine Vielfalt von Aktionsformen ist, die es braucht, um Kampagnen erfolgreich zu führen. Da gehören sowohl irgendwelche Latsch-Demos und Reden dazu, irgendwelche kreativen, spektakulären Aktionen, wo irgendwie geklettert oder sich verkleidet oder Theater gespielt wird. Genauso wie auch mal Beschädigung von Dingen, Maschinen oder Gebäuden, die eben Symbole des Kampfes sind, den wir führen. Im Hambacher Forst hat es das zum Beispiel immer wieder gegeben, gezielte Sachbeschädigung auf Kohleinfrastruktur. Mir fällt da gerade eine sehr wirkmächtige Aktion ein, wo ein Trafo- oder Verteilerhäuschen abgefackelt wurde und die ganze Grube war sehr lange lahmgelegt. Und das war eine Aktion, die halt sehr direkt das Angriffsziel gezeigt und benannt hat, die leicht vermittelbar war und auch, ja, was den tatsächlichen Effekt angeht, die Kosten, die das für den Konzern RWE verursacht, wahrscheinlich sehr stark reingeschlagen hat.